Hey ho, meine Lieben, heute machen wir mal eine Entenbrust. Ja, das fällt auch mal wieder unter Kühlschrank, Gefriertruhenfundes. Jawohl. Und mit was würzig das? Ja, was kommt da vielleicht besser als das Darkwing Duck von McAllister? Mhm. Und ja, dann gehen wir rüber, würzen wir die Entenbrust und dann tun wir sie einvakuumieren und erst einmal sous-vide vorgaren und danach dann noch kurz auf den Grill, ja, vielleicht noch ein bisschen Bräune oder so hin brutzeln, mal gucken, ob wir das hinbekommen und naja, gehen wir rüber. Da haben wir den Kumpel. Tja, was hängt hier noch dran? Noch ein Stück von der Verpackung. Und ja, sieht ganz gut soweit aus. Jetzt ritzen wir noch die Haut oben etwas ein. Ich hoffe, dass das mit dem Messer funktioniert. Jawohl, wunderbar. Wunderbar. So. Das soll uns auch schon reichen. Dann nehmen wir unser Darkwing Duck. Was ist denn da überhaupt alles drin? Gewürze, Paprika, Zwiebel, Lemongrass, Pfeffer, Knoblauch, Majoran, Senf, Sellerie, Steinsalz. Okay. Das tun wir jetzt schön einwerben. Was gibt es nachher dazu? Wahrscheinlich ein bisschen Gemüse, bisschen grünes Gemüse. Das wird aber dann herinnen schnell gemacht, vorgedämpft, vorgekocht und dann kurz noch in der Pfanne. Ich glaube, das muss ich jetzt dann nicht unbedingt wieder zeigen. So, da hauen wir schon ruhig ein bisschen was drauf. So. Und dann kommt es ganz einfach in den Beutel rein, wird einvakuumiert und dann ins Wasserbad. Genau. Fertig einvakuumiert und das Ganze kommt jetzt so für 2,5 Stunden bei 62 Grad ins Wasserbad. Eingegeben habe ich 62 Grad. Gerade eingeschalten und naja, wenn aus dem Wasserhahn schon schöne Temperatur kommt, ist das natürlich geil und kann man schon einschmeißen. Und eingestellt auf circa, nee, nicht auf circa, sondern auf 2,5 Stunden. Ich denke, die werden wir dann auch abwarten. Ja. So. Tja, und dann schauen wir mal. So, Freunde, die Zeit ist gleich um. Dann kann ich das hier gleich rausnehmen. Der Grill heizt schon vor und an Gemüse, was es dazu gibt, zeige ich euch gleich. Ja, hier werden ein paar Kartoffeln geschnitten. Dann haben wir hier so grüne Gemüsemischung und noch ein bisschen Rosenkohl dazu. Ja, und nachher dann in der Pfanne noch mal kurz angebrutzelt mit Bacon. Jawohl. Schatz, brauchst du nachher da drüben die Brühe, was da aus dem Beutel rauskommt für Soße? Ja, ihr richtet da gleich der wunderbar. Kopf her. Jo, yo ho. Glüht, funzelt und dann wollen wir mal hier unser Duck direkt draufhauen, dass wir da noch ein bisschen Farbe dran kriegen. Puh, Leute, ich habe schon wieder Panik, dass es verkokelt. Hilfe, da brennt. Oh. Ja, Farbe gibt es auf alle Fälle. Wunderbar, wunderbar. Aber ein klein bisschen können wir noch.
Doch ist es ja schon. Hauptsache, wie gesagt, noch ein bisschen Farbe dran. Und ich kann es euch sagen, jetzt schon, der Darkwing Duck schmeckt richtig, richtig geil. Da hat unser Mackie wieder was Ordentliches auf die Beine gestellt mit dem Gewürz. Kann ich echt empfehlen. Naja, jetzt kriegen wir noch die andere Seite an und ja, dann können wir auch schon essen. Gleich ist es soweit. Naja, noch ganz kurz den Deckel zu. Ja, noch so ein bisschen Hochkant und so. Das kriegt man schon noch hin. Zange einfach als Stütze nehmen, dass es nicht umfällt. Dann machen wir noch die restlichen Seiten. Na. Und ruckzuck ist es gleich fertig. Leute, ich bringe dann schon mal die Cam rein. Oder nehme sie gleich mit rein. Während ich hier noch die letzten 1-2 Minuten das Ding auf dem Grill habe. Also lang hat es hier draußen jetzt wirklich nicht gedauert. Das war jetzt fast eigentlich schon live. Höschen, Gemüse mit Kartoffeln. Aber da drüben scheppert es schon. So sieht unsere Entenbrust jetzt aus. Schön, schön leicht rosa ist er noch. Lecker, 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 lecker. Also da freue ich mich jetzt schon ganz gewaltig drauf. So Freunde, so sieht mir das Ganze jetzt auf dem Teller aus. Und das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. So Gemüse mit Bacon, immer wieder lecker. Entenbrust. Wow. Echt yummy. So, Freunde, aber dieses Stück Entenbrust opfere ich jetzt, damit es nicht unbedingt heißt, ich bin hier Spielverderber mit der ganzen Geschichte vom Heumann, ja, der Schangerman, aber da opfere ich wirklich bloß dieses kleine Stück. Da hauen wir doch mal einen Ketchup drauf und schauen, ob ich da wirklich lustig davon werde, weil mir das Lachen vergangen, weil mein Thumbnail-Editor hat einen Geist aufgegeben irgendwie. Naja, und jetzt muss ich mich halt in ein anderes Programm einfinden. Entenbrust und Ketchup. Werde ich davon lustig? Na gut. Dann habe ich das jetzt nebenbei im Video erledigt. Nominieren. Tue ich keinen. Da halte ich mich raus. Das sollen sie unter sich ausmachen. Aber ich habe wenigstens mitgemacht. Leute.
zu lecker. Ich esse jetzt und nachher dann noch das Fazit. Leute, ich bin's nochmal. Schatzi meint gerade, warum nominierst du nicht? Wen soll ich nominieren? Schatz? Herbie Grillt! Herbie Grillt! Barbecue aus Wien, Vienna Barbecue, ja. Also Herbie, du bist fällig, Ketchup Challenge, naja. Ja, und der Thorsten von Beef and Meat. Thorsten von Beef and Meat wäre Nummer 2. Und wenn der Thorsten schon dran war, nehmen wir einen Barbecue-Brülleimer. Dann muss der sein erstes Video hochladen. Haha. Nehmen wir erst einen Barbecue-Brülleimer und dann einen Thorsten. Oder nehmen wir alle drei. Ach, macht's, was ihr wollt. Ich esse jetzt. Leute, ich sag's euch, ob ihr das jetzt glaubt oder nicht. Die Entenbrust ist komplett aufgegessen. Die Pfanne ist komplett leer gegessen. Und die Soße habe ich jetzt auch gerade noch vernichtet. Also entweder war das heute so dermaßen lecker, oder ich habe einfach bloß und mein Schatz Hunger gehabt, weil zu zweit haben wir es aufgegessen. Schatzi, ja. Hast du nur so Hunger gehabt oder war es wirklich lecker? Ich habe nur Hunger gehabt. Ehrlich? Ja. Das glaube ich dir nicht. Doch. Du hast vorher was ganz was anderes gesagt. Ich mache es jetzt wie die Politik. Die interessiert das auch nicht mehr, was vor einer Stunde gesagt haben. Also, dir hat es auch geschmeckt, oder? Ja, war sehr gut. Sehr gut, wunderbar. Also, so eine Entenbrust, wenn man die vorher so wie gart und dann wirklich nur noch kurz auf den Grill, dass er Farbe bekommt, ey, funktioniert das so, sowas von astrein. Also, geil. Richtig, richtig, richtig geil und lecker. Ja, einfaches Gemüse dazu, nachher noch in Butter und Bacon geschwenkt. Lecker. Einfach nur lecker. Und ja, zu der Soße kann ich keine näheren Angaben machen, da war ich nicht dabei. Ja, das war's dann mit diesem Video. Aber eine Bitte habe ich an euch noch. Leute, Freunde, Bekannte, im letzten Video habe ich aufgefordert, dass ihr was kommentieren sollt mit Hashtag. Macht's das noch, aber im letzten Video, so wie ich das gesagt habe, mehr sage ich dazu jetzt nicht mehr. Das war die letzte Aufforderung dazu. Okay, das war's dann mit diesem Video. Daumen nach oben würde mich freuen. Zusätzliche Abonnenten natürlich immer. Und ja, freundliche Kommentare von Haus aus. Davon lebt der YouTuber und animiert zum Weitermachen. Also, ich wünsche euch was. Tschaikowski.